Ja, willkommen zu unserer Auszeit am Mittwoch, dem 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende. Ankommen. Ankommen nach einem langen, ereignisreichen und nicht immer einfachen Jahr. Ankommen im Hier und jetzt, in deiner Auszeit, nimm eine Position ein, die für dich jetzt passend und richtig erscheint. Eine liegende oder eine sitzende Position, so wie es für dich jetzt richtig ist. Und wenn wir anfangen, zu uns zu finden, zu uns zu kommen, beginnen wir damit, unseren Atem zu spüren, zu beobachten, wie der Atem in dich einströmt. Egal, ob deine Tage gut oder schlecht verliefen, dein Atem ist stets mit dir. Er kommt und geht. Es atmet dich. Nimm diese göttliche Kraft wahr, Augenblick um Augenblick, Atemzug um Atemzug. Der Atem strömt in dich ein. Ganz egal, wie zufrieden oder unzufrieden du mit dir bist. Ob du dich für eine Sache, eine Aufgabe, für irgendetwas lobst oder tadelst. Dein Atem, der nimmt dir nichts übel. Er verzeiht dir alles. Und er ist ein stetiger, treuer Begleiter. Einatmen, um dich mit Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen. Um zu dir zu kommen. Beobachte, wie sich dein Brustbein hebt mit der Einatmung und senkt mit der Ausatmung. Wie es deine Rippenbögen weitet mit der Einatmung und wie sie dorthin zurückkehren, wovon sie eben noch aufgebrochen sind, um Atem zu schöpfen. Jeder Muskel funktioniert auf seine einzigartige, fantastische Weise. Ein Zusammenspiel, ein komplexes Zusammenspiel aus Muskulatur, Funktionen, Geweben und Austausch von Stoffen, die in deinem Organismus, in deinem System von, ja, wie alleine funktionieren. Ein jeder Atemzug, ein Wunderwerk, ein Ereignis. Nimm wahr.
wie du mit der Einatmung etwas mehr in die Länge wächst. Und mit der Ausatmung wieder zurückkehrst. Ein Ausdehnen und Zurückfinden. Einatmen, um Luft zu holen, aufzutanken, ausatmen, um loszulassen. Das, was vorbei ist, das, was schon nicht mehr gelebt werden will oder kann. Das, was dich einengt, das, was dich behindert oder zweifeln lässt. Nimm wahr, wie der Atem durch deinen Körper wandert, wie es vom Becken hinein in Oberschenkel, durch Hüftgelenke hindurch und Kniegelenke entlang bis in deine Unterschenkel, deine Fußgelenke durchstreift, und der Atem bis in deine Fußsohlen und Zehenspitzen gleitet. Auch in deinen kleinen Zehen kannst du die Atemwelle beobachten, wie sich auch dort der Druck gegen Schuh, Boden oder denn deine Strümpfe sich der Druck ganz leicht mit der Einatmung verstärkt und mit der Ausatmung abnimmt. Einatmen, um dich mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen. Abschied zu nehmen. Von dem, was noch einen Moment davor Teil deines Wesens, deines Seins war. Sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt ganz aufmerksam, verfolge diesen einen Atemzug. Einatmen, um dich mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen, voranzuschreiten in ein neues, nächstes, kommendes Sein. Verweile einen Moment bei diesem Gedanken. Worauf möchtest du zugehen? Welches Licht soll für dich am Horizont strahlen? Heute, am Tag der Wintersonnenwende,
Du bist hier und jetzt. Beobachte, wie Leben in dich strömt, aus dir strömt. Du bist ein Atem. Du bist Ausatem. Licht und Schatten. Beides strömt dir zu. Beides aus dir heraus. Ein Atem bedingt Ausatem. Licht bedingt Schatten und Schatten bedingt Licht. Sie bedingen einander und gehen auseinander hervor, wie Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Wir leben und sterben. Am heutigen Tag der Wintersonnenwende wird einer der Pole seine maximale Neigung von der Sonne weg erreichen. Zweimal jährlich geschieht dies. In jeder Hemisphäre Nord und Süd. Für diese Hemisphäre ist die Wintersonnenwende der Tag mit der kürzesten Tageslichtsperiode und der längsten Nacht des Jahres. Jeder der Pole erfährt kontinuierliche Dunkelheit oder Licht, um seine Wintersonnenwende. Während wir hier den kürzesten Tag des Jahres mit der kürzesten Lichtphase erleben, wird in der südlichsten Hemisphäre der längste Tag mit der kürzesten Nacht gefeiert. Daran siehst du, wie Licht und Schatten, Helligkeit und Dunkelheit auseinander entstehen. Um Leben in dich strömen zu lassen. Ausatmen.
um dich zu öffnen und loszulassen. Sage zu dir selbst: Ja, ich bin hier und jetzt ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Seit der Frühgeschichte ist die Wintersonnenwende in vielen Kulturen eine bedeutende Zeit. Und wurde im Jahreskreislauf von Festen und Ritualen geprägt. Sie markierte den symbolischen Tod und die Wiedergeburt der Sonne, des Lichts. Die abnehmenden Tageslichtstunden kehren sich wieder um und beginnen zu wachsen. Denkmäler wie Newgrange, Stonehenge und Kuhokyo Woodhenge sind auf dem Sonnenauf- und Untergang zur Wintersonnenwende ausgerichtet, um die symbolische Kraft für uns einzurahmen, sich ihr zu öffnen und danach auszurichten. Richte auch du dich nach dem Licht aus. Hier und jetzt. Bedenke stets, auch in den dunkelsten Stunden, dass die Dunkelheit ein Teil des Lichts ist. Aber wie gelingt es uns, in den dunkelsten Augenblicken unseres Lebens auch das Licht zu sehen? Wie lernen wir, ohne Angst vor dem Fallen, dem Glück des Augenblicks vollkommen uns hinzugeben? Mit der Gewissheit, dass die Kraft, aus der alles hervorgeht, uns trägt. Einatmen, um Leben zu spüren und aufzunehmen in dich. Ausatmen, um loszulassen. Zu atmen ist Vertrauen zu schöpfen. Diese Haltung kannst du jederzeit einnehmen, die Haltung des grundlegenden Vertrauens. Wir lernen, uns Licht und Schatten hinzugeben, in himmlische Höhen emporzusteigen, aber ebenso tief in die Unendlichkeit des Universums zu tauchen. Ah.
Einatmen. Und ausatmen. Wage, wahrhaftig zu sein, wage es, nach dem Licht zu suchen, welches auf der anderen Seite auch des dunkelsten Moments erstrahlt. Es ist da, auf der anderen Seite, am südlichsten Pol deiner Selbst. Tauche in Vertrauen, in grundlegendes Vertrauen ein, so wie du in deinem Atem vertraust, der kommt und geht. Gehe ein paar Minuten lang ein paar Gefühle, wichtige Gefühle durch, die du in den letzten Tagen in deinem Leben verspürt hast. Vielleicht ist es Ärger, Abneigung, Wut oder Hass, Liebe oder Zärtlichkeit, Zuneigung oder Abneigung, Eifersucht, Verlangen, Sehnsucht, Sorge, Trauer, Enttäuschung oder Einsamkeit. Versuche, diejenigen zu spüren, mit denen du oft im Leben in Berührung kommst. Dann wähle eines dieser Gefühle aus und sei ganz dieses Gefühl. Wie fühlt es sich an? Wie geht es diesem Gefühl in dir? Und wo in deinem Körper fühlst du es am deutlichsten? Dann sei wieder du selbst und beginne ein Gespräch mit diesem Gefühl. Beginne einen inneren Dialog. Indem du Fragen stellst. Warum dieses Gefühl da ist. Auf welche Weise es für dich sorgt. Wovor es dich bewahrt. Woran es dich behindert.
was es dir nimmt. Und was es dir gibt. Frage das Gefühl, auf welche andere Weise du für dich sorgen kannst, ohne dass es an dir zehrt oder auf dir lastet oder dich zu übermütig werden lässt. Frage das Gefühl, was es braucht, um erfüllt zu werden, um gehen zu können, wie dein Atem, der in dich strömt und dich verlässt, um neu wiederzukommen. Wechsle nun die Rollen und geh wieder in die Rolle des Gefühls. Überlege, was sich verändert hat. Ist es gleich? Oder fühlst du dich besser verstanden und angenommen? Beachtet, wie ist es, die ganze Aufmerksamkeit zu bekommen? Nun sei noch einmal du selbst. Und schau, was für den Moment du diesem Gefühl noch mitgeben magst. Was soll es wissen? Und wie möchtest du es verabschieden? Dann komm wieder zurück. Spür deinen Körper. Spüre, wie der Atem in dich strömt. Dein Atem bist nicht du, und doch ist dein Atem in dir. So wie wir Gefühle haben, aber wir das Gefühl nicht sind. Gefühle sind wie Atmen. Ein Kommen und Gehen. Lebendig sind wir, wenn wir sie fließen lassen, wie den Atem. Denke noch einmal an
Licht und Schatten und wie beides du in dein Leben rufen kannst. Bedenke stets, dass am südlichsten Pol deiner selbst auch in den dunkelsten Momenten helles Licht erscheint. Einatmen, um aufzutanken. Ausatmen, um loszulassen. Um anzukommen. In der Haltung grundlegenden Vertrauens. Dankeschön, ich danke für diese Auszeit.